Hi Leute, willkommen zurück zu Grail Incident. So, die Aliens haben schon die Katze vom Nachbarn geholt und verwandelt und wir müssen jetzt in unser Haus und versuchen unseren Sohn zu retten, durch das Maisfeld übrigens. Ja, und schön, dass ihr aufs Video geklickt habt, ich freue mich drauf, wie es weitergeht. Scheiße, hier ist überall Zaun, ha? Huh? Jo, hier ist überall ein Zaun. Da haben wir Axt. Er sagt ja, er muss irgendwie um das Silo rum. Ist der Zaun noch? Ah, hier ist das Silo. Oh nein. Wo kann ich nicht über den Zaun klettern? Oh nein, das ist immer noch der Zaun. Wir entführen unseren Sohn! Diese Schweine! Alter! Wow! Da bricht einfach mal der Zaun weg! Alter! Grey Invader, Start Options Exit! Polizei, the police. Da steht das UFO, Alter. Jetzt kann ich hier doch wieder die Straße lang laufen. Oh nein. Es war, ich wette, der Polizeiwagen ist leer. Natürlich ist es leer. Top Secret? Ja, und jetzt? Geh zum Streifenwagen. Bin ich doch! Bin ich doch! Alter, da liegt einfach mal der Colt. Erwarte eine Alien-Invasion in Greyhill am 11. Mai 1992. Ja, cool. Why is there a secret file of Greyhill in a police car? This doesn't make any sense. Drei Schuss. Die wussten Bescheid. Geh zurück zu deinem Haus. Die wussten Bescheid, die Penner. Woher kriege ich jetzt Munition? Was? Da sitzt ja Joe. Bob, oder Bob. Thank God, Henry. Joe, Billy, Bob. I'm using some sort of ray or beam. Right through the roof. The squad car crashed back there. I think Amy called him. But the car's empty and the office is gone. Ryan, this is an absolute invasion. Do you know what that means? They'll abduct everyone in the village. Humans, animals, and every little insect. They'll take samples of everything. Making experiments of everyone. This is an extraterrestrial investigation. Das auf deinem Arm? I don't want to end up as an alien experiment victim. They already cleaned your house, so I don't think they're gonna come back. I've already started to board up your place. This will save us tonight. But Ryan, we have a little problem. I used up all the nails. This morning, I brought all my nails to the Creek family. Mr. Creek put them on the table in their house. You have to go get them. It's the first house on the left. I think he boarded it up. All right, I'll get him. You have to find a way in. We communicate by walkies from now on. Erstmal komisch, dass er mir erklärt, wo das Haus ist, aber ich meine, im Sinne des Spiels macht es ja schon Sinn. Er hätte wahrscheinlich eher Sinn gemacht, hätte er gesagt, so, ja, ja, okay, die sind ja auf der linken Seite. Also hätten wir das gesagt, als Antwort. Aber egal. Es war test, test, test. Can you hear me? Hello? Over. Yeah, I can hear you. By the way, I found a gun in that crashed squad car back there. Great. Let's hope I don't Be have to use quiet it. And sneak around. It's dangerous if they hear the shots and see you. Also,
avoid using the flashlight. The Greys could see it immediately. And take note, it's important that they don't follow you into a house. If they do, we're screwed. If it becomes dangerous, hide in a car, a trash can, or something else. Yeah, great. Trash cans. Brandon would love to see that. Okay. Good luck, Ryan. I'm waiting for you. Oder das Haus hier gemeint. Ich soll die Taschenlampe nicht be- Für was habe ich denn eine Taschenlampe gekriegt? Erst Haus zur Linken, aber da war ja nichts. Da war ja alles dicht eben. Und die Straße ja nicht lang gehen. Einer. Damn it. Was ist das denn? Ist auch alles vernagelt. Aber ich wollte nicht durch. Hä? Ja, und du? Soll ich hier durch oder was? Also, dafür, dass man so wenig Ausdauer hat, muss man ganz schön weit laufen, finde ich. Oder vielleicht soll ich auch die Straße runter auf der anderen Seite. Er sagt ja das erste Haus links, aber... Mal gucken. Mal gucken, ob das geht. Ehrlich könnte ich die ganze Zeit den Colt ziehen, weil dann habe ich ein bisschen mehr herangezoomt. Und hier kann ich natürlich wieder nicht durch, ne? Ach, Kinder. Bin ich hier komplett fest. Dann lass mich doch länger sprinten. Was soll denn das? Dass er aber nur 3 Schuss im Revolver hat. Jetzt los. Nachladeruckler. Warum ruckelt das so? Meine Festplatte voll. Dann muss mal checken hier. Nö, war alles gut. War jetzt das Haus hier gemeint? Ja, das ist auch alles vernagelt. Hier? Aber ich guck mal, er sagt ja das erste Haus hier runter. Hallo? Nachbar, ich will nur ein paar Nägel leihen. Hier ist es dunkel. Hallo. Maybe I should turn around. Vielleicht solltest du auch mal... Finde einen Weg in das Haus der Creeks und hole die Nägel. Ja. Steht da was auf dem Briefkasten drauf? Nee, ne? Aha. So, dann glaube ich, komme ich jetzt hier weiter. Es ist aber auch nicht geil, was man hier immer rumlaufen darf. Oh shit, da ist ein Alien. Wir sind im Haus.
Ich den dann bitte Basie eine ballern? Krieg. Haben wir es doch. Alter. What the hell? Nägel! Warum brauchst du, um das Haus zu vernageln? Was ist der hin? Den Schrank übrigens an seiner Stelle noch lauter zu machen. Wir haben ihn echt schon mitgenommen. Eine Aliensonde, wieder eine dieser Sonden. Analplug. Oh. Invaders. Alien Encounter Buch. Ist das? Hau euch eins. This is our world. Das ist unsere Welt. Töten? Habe ich das Vieh jetzt nur ohnmächtig gehauen? Alter, was ist denn Scheiß? Die sind nicht mal zu töten, oder was? Und die sind leider strunzdoof, die Viecher. Ja, ich weiß. Du kannst 2 Sekunden sprinten, dann bist du wieder außer Atem, du Kackbär. Stehen bleibe geht schneller? Ja. Hat aber kaum Unterschied, ob ich jetzt laufe oder stehen bleibe. Es ist echt kacke, so ein System. Die Parts werden, glaube ich, ein bisschen kürzer, Leute, weil ich habe nicht so viel Zeit und irgendwie renne ich nur rum und suche irgendwelche Stellen, wo es weitergeht. Alle Kacke hier. Hey Bob. Great, Ryan, you've got him. I've got some ammo. Ryan, are you there? You nailed it. Und ich könnte, wenn ich den Code umschreiben. Brandon, I'm here. Unendlich sprinten. Aliens everywhere, Ryan. They're trying to get inside my house. Rachel, go to your room. Hide under your bed. My house is boarded up, but I'm not sure if this helps. I need help, Ryan. Brandon, hang on! I'm coming! Okay, Ryan. Go to Brandon. He needs your help. Ja, was willst du tun? I'll try to get my caravan working. They disabled all the cars in Greyhill.
Hier ist Brettons Haus, es liegt in Richtung des Creek-Hauses. Jetzt ruckelt das schon wieder so komisch. Die Aliens, ich sag's euch. My name's Ryan. Who is this? My name's Apone. Thank God you're here. I'm injured. I'm trapped in a barn. Jesus, what's that smell? Who are you? In which barn? There's tons of them. I'm not sure. I just woke up here. I can't remember what happened before that. You said your name is Ryan, right? I have to tell you something. The government, they know everything. They knew the invasion was happening here. They're gonna cover it up, like they always have. I'm sorry. I got here too late. Shit! Listen, Ryan, you have to get as much tinfoil as you can. At least 5 rolls. Hello? Hello? I think that was that cop that crashed his car. How does he know all of this? Where the hell am I gonna find all that foil? Ich werde Bob hat noch was? Sammle 5 Rollen Alufolie, betrete das Diner. Woher soll ich die sammeln, bitte? Wie komme ich hier durch, verdammte Axt? Guck mal, hier ist halt einfach Ende. Ja, da geht's nicht weiter. Wie soll ich jetzt das Diner... Aber wie soll ich die Alufolie? Ist noch besser. Ihr seid ja geil. Ja, okay, das Haus war es wohl nicht. Ach hier. Das war vorher aber nicht auf. Das. Das ja, läuft einer. Ich würde die Tür noch lauter zuschmeißen, Kerl. Was ist denn die Alufolie, hä? Da war eine. Läuft da. Da sind überall welche. Hat er ein Laserschwert? Yay. Oh! Eine. Oh shit. Oh! Ihr kleinen Scheißer! Alles ist über ein Stacheldraht. Oh nein. Oh, ich hab nichts mehr. Ah!
Oh, dieses Sprinten ist so dumm. Entführt. Cool. Ohne Scheiß, ich war in der Wohnung und die haben mich in vollen Alufolie. Soll ich wieder aus dem Arsch zaubern oder was? Wenn die mir auf den Fersen sind, dann bringt Verstecken jetzt auch nicht mehr so viel, hä? Oh! Hey! Ja, es ist gut, das Spiel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Guck mal, was hier hinten noch so geht. Oh, da ist auch eine Folie. Wie weit läufst du denn noch? Alter, kommt der jetzt hierher? Ja. Ja. Alter! Mach die scheiß Tür doch mal auf! Es kommt jetzt echt hier rein, wette ich, oder? Alter. Ey, ohne Scheiß! Nö, Leute, sorry.
Weiß nicht, ob da was kommt. Ich warte mal auf den Patch. Ich habe es ja jetzt vor dem Erscheinen bekommen. Wenn ja kein Patch kommt, spiele ich es nicht mehr weiter. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Ohne Witz, ihr seht ja, es ist total bescheuert. Es ist einfach nur... Oh. Ihr könnt euch ja selber einen Eindruck vermitteln, wenn ihr es euch kauft. Viel Spaß damit. Ich werde es auf jeden Fall jetzt erstmal auf Eis legen. Wenn es nicht besser wird mit diesem Scheiß, dann lasse ich es ganz einfach. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen bis hierhin. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ich bin der Bruger. Tschüss.